Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 683. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir haben in den letzten beiden Folgen hier diese Froschaufzuchtstationen gebaut. Wie ihr sehen könnt, sind da auch die Tadpoles bzw. die Kaulquappen drin. Ich weiß nicht, warum ich immer Tadpoles sage, auch wenn ich selber keine Ahnung habe, was das Wort. Also, ich weiß, was das Wort heißt, logischerweise, aber da habe ich ja vorher auch nie benutzt. Also, Kaulquappen sind da drin. Und wir werden jetzt mal aufbrechen, nochmal kurz. In Richtung eines normalen Sumpfes. Also wir suchen keinen Mangrove-Swamp. Auch wenn ich nicht traurig wäre, wenn wir den finden würden. Für Slimeballs tatsächlich. Weil ich aber auch nicht mehr wusste, dass wir noch so viele davon haben. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, brechen wir dafür dann wirklich auf? 39 ist halt schon super viel, so. Also was heißt super viel? Aber wir brauchen halt doch, das reicht. Nee, okay, ja, wir bleiben hier. Es tut mir leid, falls ich euch jetzt falsche Hoffnungen gemacht habe. Oder wir bleiben nicht hier. Jetzt spiele ich komplett mit euren Emotionen. Vielleicht bleiben wir auch nicht hier. Und machen lieber... Nee, oh, zu tief. Okay, dann lassen wir den nochmal einwachsen. Das passt... Wir holen uns vielleicht einfach noch ein paar Frösche oder noch ein paar Tadpoles. Das könnte man halt auch machen. So. Au, 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 au. Okay, das passt tatsächlich. Die würde ich auch so lassen wollen. Das hängt auch so tief, wie es kann. Das hängt auch so tief, wie es kann. Das auch. Hier nochmal ein bisschen höher. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn der so bleibt. Hier ist was drunter, hier ist was drunter, hier auch. Hier auch. Hier auch. Aber hier nicht. Und hier müssen wir ganz dringend dran arbeiten. So, okay. Gut, dann würde ich sagen, pass auf. Gehen wir doch nochmal ein bisschen auf eine kurze Tour. Um einfach doch noch vielleicht ein paar Frösche zu bringen. Habe ich die Eimer? Ich habe die Eimer noch. Okay, das war Verschwendung. Ich meine grob zu wissen, wo wir einen Sumpf haben. Und zwar bei 1500 in der Richtung. Deswegen fliegen wir da jetzt eben hin. Extra dafür habe ich auch die weiteren Raketen mitgenommen. Und ja, eventuell heute... Warte mal kurz. Was ist denn hier los? An dem Baum. Also eventuell heute Abend oder morgen Abend gibt es dann den Stream. 18 bis 20, / 21 Uhr, je nachdem, wie lange ich brauchen werde. Ich weiß es wirklich nicht. Ach, wir hätten noch abkürzen können. Naja, egal. Deswegen kann ich auch heute nur eine Folge aufnehmen, weil die andere würde ja dann eventuell, wenn wir Samstagabend, also heute Abend, das machen würden, schon aufgenommen sein. Und aber wir wären ja noch nicht so weit für euch. Also, ne? Zeitblase, da ist sie. Jetzt haben wir sie auch mal erwischt. Also ich kann ja nicht mehr machen, als ihr dann morgen sehen würdet. Das wäre ja irgendwie ein Spoiler. Deswegen kann ich, falls ich morgen nicht streame, dann morgen die Folge erst für Sonntag aufnehmen. Und dann danach, wenn die quasi rausgekommen ist, streamen. Und danach dann erst die Folge für Montag aufnehmen. Ist nicht optimal, aber naja, ist egal. Hier ist eigentlich auch ganz schön. Hier könnte man eine schöne Stadt bauen an der Küste. Ich finde diese Küsten so schön jetzt, wie die seit der 1.18 sind. Wenn die halt nicht immer flach sind, sondern hier halt auch mal ein bisschen Höhe haben. Und hier ist, apropos Höhe, hier ist das Gegenteil, da ist Tiefe. Aber dafür sind wir nicht... Ja, Digga. Hier ist eine Geode. Da könnten wir eigentlich auch mal wieder uns so ein paar Shards holen. Oh, das ist nur eine Insel, das ist ja voll cool. Und hier ist wieder Arktis. Ich weiß gerade wirklich nicht, ob wir in der richtigen Richtung sind. Ich habe gedacht, hier kommt irgendwann der Sumpf. Okay, war keine große Arktis. Aber hier ist halt trotzdem kalt. Was sagt die Elytra eigentlich? Okay. Da geht's. Warum war die eigentlich letztes Mal so schnell wieder kaputt? Das hatte... Wolfkopf hatte es auch geschrieben. Hä, wieso ist die schon wieder so? Ich weiß es auch nicht. Ich habe kurz gedacht, wir haben noch den Inventorio-Mod drin. Aber zum Glück haben wir das nicht. Also der ist an sich ganz cool, aber halt, ne? Erinnert euch. Der macht das... Die Haltbarkeit der Elytra durch 400 teilt er die. Ganz schwierige Nummer. So, okay. Es sieht nicht aus, als würde das hier noch kommen. Deswegen fliege ich jetzt mal schnurstracks gen Süden.
In der Hoffnung, dass das da einfach ist. Aber vorher gehe ich zu dem Pillager-Outpost. Könnten wir hier die ersten Allays finden? Theoretisch ja, oder? Strings! Oh, jawoll! Und die nehme ich nur mit, weil ich die gerade eh im Inventar habe. Da sind Allays drin, wenn mich nicht alles täuscht. Schön da reingerannt, du Idiot. Ohoho! Da sind sie. Wie sehen die denn aus mit Swags? Die sind ja voll hässlich. Die waren eigentlich voll süß. Warum habt ihr Haare? Egal. Wir lassen die einfach da. Will die eh nicht haben. Du triffst gar nicht. Der trifft immer noch nicht. Lappen. Okay. Dann fliegen wir weiter. Weil das hier ist definitiv kein Sumpf. Aber wo war der denn? Der war doch bei 1500 irgendwas. Da sind wir aber komplett dran vorbeigeflogen und da war der nicht. Ganz komisch. Okay. Irgendwo finden wir den. Das ist halt jetzt. Jetzt ist es wieder Verschwendung. Weil ich wollte was Produktives machen und die Dinger finden, damit wir schnell noch mehr haben. Und jetzt fliege ich hier einfach dumm rum und finde gar nichts. Perfekt. Und habe schon die halben Raketen verbraucht. Und bin super weit weg von zu Hause. Das ist wieder optimal gelaufen. Und ich meine, ich habe auch keine anderen dabei. Was geht denn hier ab? Krasser Berg. Hier waren wir halt auch noch nie. Da ist ein Dorf. Ein relativ großes Dorf, aber ohne Schmiede. Man kennt ihn. Hier ist schön. Aber ist halt nicht das, wofür ich hier bin. Auch ein Sumpf. Einen normalen und einen Mangrovensumpf. Und eigentlich weiß ich, wo einer ist und die sind direkt nebeneinander. Aber hier ist nichts. Was soll das? Aber das sieht ja echt richtig cool aus hier. Ich glaube, wenn wir Richtung Sonne ungefähr fliegen, kommen wir auch wieder nach Hause. Aber auch das wird, glaube ich, knapp. Oder? Obwohl, geht. Aber das hier sieht alles nicht aus wie irgendwas, was ich schon mal gesehen habe. Ich hoffe, der macht jetzt hier nicht komplett einfach neues Terrain. Dann kann ich auch nicht nach Hause fliegen. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Da vorne dürfte mein wunderschönes Baumhaus sein. Da ist es auch. Okay. Ich weiß nicht, warum von hier aus dann. Ich weiß nicht, warum ist dieser Sumpf weg? Das verwirrt mich jetzt wirklich komplett. Toll. Komplett umsonst, diese Tour. Und die Raketen. Oh Mann, ey. Immerhin haben wir 9 Fäden bekommen. Das ist doch super, oder? So eine Scheiße. So. Was schätzt ihr, wie viele Schalker-Chests müssen wir voll machen, damit wir genug Materialien hierfür haben? 3? 5? Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch wirklich nicht, wie lange das dauert. Weil ich habe ja auch jetzt keinen Bock, da 8 Stunden zu streamen. 3 Stunden wäre schon lang. Aber wir gucken einfach mal. Weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Die Frösche wachsen immer noch nicht. Da können wir nichts machen. Also, wir könnten irgendwann mal vielleicht nachlesen, ob die besondere Konditionen haben, wann die wachsen und wann nicht. Das hoffe ich natürlich nicht. Aber würde mich auch nicht wundern, wenn ich dann irgendwas vergessen habe. So, viel mehr Glowberries würde ich tatsächlich aber nicht machen. Wir haben auch keine, perfekt. Weil dann nimmt das Ganze hier, glaube ich, überhand. Zack, das ist eine gute Höhe. Und dann vielleicht. Nee, nicht direkt wieder wachsen. Also, nein, jetzt haben wir da irgendwas weggemacht. Natürlich. Ah, da ist eins. Okay, habe ich nicht gesehen. Ich habe gerade gedacht, hä? So geht das nicht. So. Aua. Ich glaube, wir haben sogar tatsächlich zu viele Fäden. Macht das, glaube ich, doch höher. Weg. Also. Zack, dann kann hier der Faden wieder weg. Da ist er. Und dann machen wir das hier doch auch. Nee. So. Ich glaube, das ist besser, als wenn hier so komplett die Vorhänge drin sind. Weil
wenn hier das alles so krass ist und dann noch die Bäume kommen, die wir ja hier noch reinbauen möchten oder die ich hier reinbauen wollte, dann wird das Ganze halt vielleicht ein bisschen zu überladen und das sieht dann auch nicht mehr schön aus. Und die sind ja schon relativ gewaltig hier, diese Viecher. Deswegen weiß ich nicht, ob wir uns da so einen Gefallen mit tun, falls wir das so angehen. So. Machen wir den einen höher als den anderen. Und dann zack, zack, zack. Und die anderen beiden packe ich, glaube ich, sogar tatsächlich nach hier. Und genau nach hier. Und dann passt auch das. Dann mache ich hier schon mal einen Faden hin. Ja. Und da einen Faden hin. Und dann passt auch das. Und dann haben wir noch zwei über. Aber damit können wir jetzt halt nichts unbedingt mehr anfangen. Den setze ich da hin, den nehme ich mit. Setze den vielleicht sogar einfach mittig hier rein. Vielleicht aber noch da, damit er ein bisschen versetzt ist. Den packe ich hier hin. Cool. Okay, dann haben wir zumindest das. Ist ja auch schön. Aber viel haben wir dann wirklich heute nicht geschafft. Das hier muss halt auch eigentlich noch alles angepasst werden. Aber hat man da Bock drauf? Not really. Habe ich noch Knochen dabei gerade? Nee, ne? Dann könnten wir hier noch ein paar Leuchten reinmachen, weil die sind natürlich noch nicht fertig. Aber wir haben das Bone Meal hier vorne auf jeden Fall. Hier. Eigentlich meinte ich die andere Kiste, aber scheinbar war auch da noch was drin. Perfekt. Ich hier runter. Zack. 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 Von mir aus dahin. Okay, mehr haben wir nicht. Haben wir noch ein, zwei, wo wir es noch machen müssen. Und dann passt das auch. Ich finde es sehr schön jetzt mit den Glow-Liken. Die werden wir auf jeden Fall noch an mehreren Orten platzieren. Finde ich mega schön. Hier, das müssen wir halt dann noch ein bisschen anpassen. Weil hier ist es noch nicht perfekt, auch hier mit dem Blatt. Aber an sich geht auch das in Ordnung. Lass mich kurz gucken. Das war so klar. Am besten wäre ich jetzt noch ins Wasser gefallen, ohne zu gleiten. Und hätte nochmal rausgemusst und dann nochmal dahin und dann bam. Aber das ist zum Glück nicht so. So, ich hole nur eben Kohle. Und über die Fabrik da vorne reden wir gar nicht erst. Dann werde ich nur traurig, dass ich die auch noch bauen muss. Gefühlt bald. Sehr bald. So. Hör auf damit. Hallo. So. Ich habe vorhin ein neues diese Woche im Nostalgie-Let's Play geschnitten, wo ich hier diesen Weg angefangen habe zu bauen. Und es ist so witzig. Weil ich habe dabei auch noch hier diesen Weg angefangen, nur zu buddeln. Ich habe noch nicht mal Kies reingepackt. Und hier die Anfänge von unserem Bauernhof. Und ich wusste tatsächlich gar nicht, dass ich hier zwischen Cobblestone hatte. Ich habe halt jetzt mittlerweile eine andere Textur, aber das hatte ich wirklich komplett vergessen. Und auch, dass wir dann trotzdem hier diese Balken haben und den Cobblestone. Und ja, da fehlt immer noch ein Slab. Aber das wird einfach so bleiben, weil ich es witzig finde mittlerweile. Weil es so lange schon so ist. Was ich aber eigentlich machen wollte, weshalb ich jetzt hier die Fackeln geholt habe, war hier vorne nochmal kurz ausleuchten. Nur dafür war dieser Umweg da. Hier noch einen hin. Und dann ist eigentlich ganz gut. Ich finde die Bäume hier eigentlich ganz geil, aber ich weiß immer noch nicht, ob die bleiben oder nicht. Bin ich mir echt immer noch unsicher. Ich habe nichts gegen die, aber ich habe zu wenig für die. Macht das Sinn? Schon irgendwie. So, ich finde gut, dass ich mir Fragen stelle und die selber beantworte. So, als könntet ihr... Oh, wir haben Frösche! Das ist doch genau die gute Nachricht, die ich brauchte. Wie seht ihr denn aus? Okay, aber egal. Zack, zack und zack, zack. Macht mal bitte Babys. Perfekt, der geht da rein. Und da sind die Tadpoles. Wunderschön. Und wenn die... geschlüpft sind. Könnt ihr schon wieder? Nee. Wenn die geschlüpft sind, dann können wir die pflücken, nenne ich es mal. Und neu machen. Und dann können wir theoretisch
Wir können theoretisch diese Tadpoles jetzt nehmen und in eine der anderen Aufzuchtstationen machen. Und dann lassen wir die hier noch einmal brüten. Dann haben wir nämlich 4. Bringen die auch noch in die anderen. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Dann haben wir von jeder Sorte 4. Und die 4 kriegen wir ja easy mit den Leinen oder so dahin. Ne? Also das ist ja richtig easy. Und ihr könnt da drin schön rumhüpfen, das ist mir egal. Geil, es funktioniert. Oh mein Gott, das ist schön. Dann funktioniert der Scheiß hier wenigstens. Hat ja lang genug gedauert. Und wir haben auch ein positives Ende für diese Folge. Das ist jetzt, wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Oder nachher beim Livestream. Das werdet ihr noch sehen. Ich habe vorhin erst die Frage gestellt, wann ihr euch das passt. Mir ist es egal, deswegen. Ja, mach's gut, bis dann. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.